Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Let's Go Pikachu, meiner Ash Ketchum Challenge. Ich habe offscreen noch ein bisschen trainiert, nicht zu viel, habe dann aber gleich ein Fauxpas begangen, denn ich habe die Pokémon alle zu Professor Eich geschickt, zusätzlich zu unserem Kingler. Ja, also habe ich mich auf den Weg gemacht, habe ein neues Kingler besorgt, das ist jetzt aber 3 Level tiefer. Es ist Nummer 43, nicht mehr 46. Ja. Kann mal passieren, ist halt so. Ich würde sagen, wir stehen drüber und wir legen los. Also, auf zum nächsten Arenaleiter. Zum letzten und zum wahrscheinlich schwierigsten. Also, los geht's. Also, Partner, Zeit zu surfen. So, sollte ich noch ein paar Trainer ausgelassen haben hier, dann würde ich die jetzt mitnehmen. Voila. Ich nehme gerade an einem Triathlon teil. Denn wir können noch ein paar EB gebrauchen, ganz besonders dieses Kingler, das komischerweise jetzt so low ist. Pikachu und noch ein, zwei Pokémon sind so Level 51, 52er Nähe. Ist jetzt nicht overpowered, aber ein bisschen über dem von dem, dass er nächste Arenaleiter Level hat. Aber ich denke, es wird trotzdem schwierig genug, denn er hat prinzipiell Boden-Pokémon und ja, Pikachu ist da eher ungeeignet. Bis auf seinen Surfer. Also Plätscher-Surfer, ihr wisst, was ich meine. Und wir hätten da auch den Kingler relativ gut gebrauchen können und ja. Ja, wie gesagt, ist halt passiert. So, weiter geht die wilde Fahrt. Oh, hi. Lass du mich da hoch, danke. Hallöchen. Leiste mir Gesellschaft, bis etwas anbeißt. Ja, hat doch schon was angebissen. Ich. Aber gut. Oh Gott, der sieht rein. Tja, Titan-Toxer. Pikachu. So, Pikachu, eine Runde Donnerblitz. Ah, okay, hat nicht gereicht. Schade. Dann halt noch einmal. Obwohl, wir machen Blitzel-Turbo. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und Brum. Ah, ich liebe den Blitzel-Turbo. Der sieht immer so schön aus. Und ist fast im Mundvolltreffer. Dummy. Da bleiben wir natürlich auf Pikachu. Und machen einen Donnerblitz. Perfekt. Dummy ist K.O. Naja, wenigstens hast du mir dabei geholfen, mir die Zeit zu vertreiben. Ja, so kann man das auch sehen. So, dann mal hier. Ein Wasserstein, cool. So. Ja, komm, surfen. Dankeschön. Gegen dich möchte ich eigentlich nicht antreten. Naja, was soll's. Egal. Ah, es wird schon reichen. Ich denke, wir haben genug gelevelt. Hoffentlich. So. Wir schauen natürlich wieder bei meiner Mutter vorbei. Denn dann werden unsere Pokémon gleich geheilt. Hallo Mama. Na, was geht ab? Ash, du solltest eine kurze Pause einlegen. Ja, immer doch. So. Sehr gut. Du und deine Pokémon seht wieder topfit aus. Passt gut auf euch auf, ja? Ja, kein Problem, Mama. Tschüssi. So. Und ab nach Verdania City. Oh Gott. Es ist lang her, wo wir hier angefangen haben. Keine Pokémon. Keine Power. Verirrt haben wir uns. Ich mehr als ihr.
Aber so ist es halt. So, Verdania City. Wo waren hier die Arena? Hier wohl nicht. Da oben. Ja, da steht auch schon Gary. Gary! Juhu! Verschlossen, wie ich gedacht. Aber warum? Sesam, öffne dich! So wird das nichts. Huch? Hey, Ash, sag doch was, anstatt mir dabei zuzusehen, wie ich mich hier zum Hampelmann mache. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Berat mir lieber, wie viele Orden du dir schon erkämpft hast. 7, damit liegen wir ja Kopf an Kopf. Fehlt bloß noch die Arena von Verdania City. Aber aus irgendeinem Grund ist sie nie offen. Wir müssen jemanden finden, der uns sagen kann, warum wir nicht in die Arena kommen. Fällt dir jemand ein, der uns helfen könnte? Pikachu. Der alte Mann da, Professor Eich. Ich würde den alten Mann sagen, der schaut doch ja immer. Wie bitte? Ich weiß von gar nichts. Natürlich nicht, sorry. Das müssen wir uns noch mal durch den Kopf gehen lassen. Pikachu? Pika, Pika? Aha, meinst du? Okay, ich habe kein Wort verstanden. Sorry, okay, Professor Eich. Natürlich, wer sonst? Na los, machen wir uns auf die Socken. Yo, Professor, was geht ab? Sieh mal an, Ash und Gary ist auch dabei. Ihr wirkt beide so viel erwachsener als bei unserer letzten Treffen. Und ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Lasst mich euch jemanden vorstellen. Das hier ist mein Enkel. Wie war noch gleich sein Name? Komm schon, Opa, das war noch nie witzig. Außerdem kenne ich die beiden schon längst. Nicht mal ein kleines Späßchen darf man sich erlauben. Du und deine Späßchen. Aber lassen wir das. Viel wichtiger ist, ihr beiden habt da eine echt reife Leistung abgeliefert. Na, die Sache mit Team Rocket. Wer hätte gedacht, dass der Boss sich höchstpersönlich in der Sylph Company rumtreiben würde? Und ihr beide habt ihn zur Strecke gebracht. Naja, um ehrlich zu sein, hat Ash sich ganz allein um Giovanni gekümmert. Ich habe nur hier und da etwas mitgeholfen. Na, wenn schon. Du hast dich trotzdem richtig reingehängt, Gary. Also, das schreit für mich geradezu nach einer Belohnung für euch zwei. Schlüsselstein, cool. Was bringt mir der? Oho, ein Schlüsselstein. Damit lässt sich bei einigen Pokémon eine sogenannte Mega-Entwicklung auslösen. Das ist eine besondere Art der Entwicklung, die über die herkömmliche Entwicklung eines Pokémon hinausgeht. Eine Mega-Entwicklung? Das habe ich ja noch nie gehört. Mithilfe von zwei bestimmten Steinen, einem Schlüsselstein und einem Megastein, kann ein Pokémon einmal pro Kampf eine Mega-Entwicklung durchführen. Pokémon werden stärker, um mit noch mehr Einsatz für ihre Trainer kämpfen zu können. Die Mega-Entwicklung ist also ein Ausdruck der tiefen Bindung zwischen Trainer und Pokémon. Dazu fällt mir ein Gedicht ein. Schlagen zwei Herzen im Takte, so reine, gepaart mit dem Zauber beiderlei Steine. So wird mit Gedöse in all ihrer Macht die Kraft der Mega-Entwicklung entfacht. Genau. Hier, ich habe noch was für euch. Ihr könnt doch sicher was mit diesen Megasteinen anfangen. Bisa, Glurak, Glurak und Durdok. Euer Ziel ist doch die Pokémon-Liga, stimmt's? Da könnt ihr sie ja mal ausprobieren. Ja, können wir. So, Beutel. Beutel ist bei ihr falsch. Moment. Ich kann ja hier gar keine Pokémon und Items geben, oder? Wie kann ich also mein Glurak zu einem Mega-Glurak machen? Outfit für Pikachu. Nein, das ist mal die falsche Sache. Kampftasche. Bewegen. Ja. Okay. Kein Schimmer, wie es funktioniert.
Wir werden schon rausfinden. Schon ewig hier. Nur so nebenbei, hä? Wir haben nicht das beantwortet bekommen, was wir fragen wollten. Also? Die Mega-Entwicklung. Stell dir mal vor, was los gewesen wäre, wenn die Typen von Team Rocket sowas gegen uns eingesetzt hätten. Auweia. Gary? Eich? Und Blau? Ich hätte eine Frage. Die Pokémon-Liga ist für euch beiden schon zum Greifen nah. Ja, nun die Arena ist zu. Ach ja, was macht ihr denn eigentlich hier? Na endlich! Was? Der Arenaleiter von Verdania City ist nie da, um Herausforderungen anzunehmen? Das ist in der Tat merkwürdig. Ich denke, ich werde dem Laden mal einen Besuch abstatten. Okay, also wieder zurück. Gut. Ist ja fürchterlich. Pikachu. Pika, Pika. Pikachu? Hey. Pika, Pikachu. Oh, Pikachu. Pika, Pika. Interessiert dich, was ich hier mache? Ich pflücke Blumen. Später werde ich sie zu einem hübschen Strauß binden und einem Menschen schenken, der mir sehr wichtig ist. Das ist aber ein Geheimnis. Behalte es bitte für dich. Hast du schon das Neueste gehört? Der Arenaleiter von Verdania City ist wieder da. Das freut dich doch bestimmt, oder? Du solltest gleich mal in der Arena vorbeischauen. Na los, ab mit dir. Okay. Pikachu hat seinen Spaß. Ab in die Arena. Servus, grüß dich. Moment. Wir sind ja hier wieder in Alabastia, also wieder Return. Eieiei. Immer diese Wege. Hi, Radfratz. Möcht nicht mit dir kämpfen. So. Hallöchen. Na, endlich. Endlich. Auf zum 8. Orden. Vielleicht. Jo, Opi, alles klar? Der Arenaleiter ist endlich zurückgekehrt. Okay, los geht's. Hi. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Die Identität des Arenaleiters von Verdania City kenne nicht einmal ich. Aber eins weiß ich. Dank deiner 7 Arena-Orden hast du das Zeug dazu, den Arenaleiter herauszufordern. Alles, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass er stärker ist als alle Trainer, denen du bis jetzt im Kampf begegnet bist. Ach ja, und die Trainer hier setzen wohl gerne Boden-Pokémon ein. Aha. Jo, okay. Einfach mal hier lang, oder? Hi. Allein mein Anblick lässt deine Pokémon erschaudern. Mehr oder weniger. Naja, ja. Hallo Hendrik. Alter, hat der einen Lolli in der Hand? Oh, okay. Yo, Nidorino, was geht ab? Fletcher Surfer. Hält aber gut aus. Oh Gott, Doxy. Mein Erzfeind. Wie ich Vergiftungen hasse. Oh Mann. Los, Fletcher Surfer besiegst, dann wechsle ich dich aus, Pikachu. Vergiftungen sind scheiße. Oh Gott, jetzt kommt noch ein Gift-Tipp dazu. Alter, Vergiftungen ohne Ende, was soll denn das? Ritzel-Durvo sollte eigentlich genug Schaden machen. Ja, ich weiß. Blitzattacken machen nicht viel Schaden, aber Ritzel-Durvo macht trotzdem Schaden. So. Und jetzt wechseln wir dich aus, Pikachu, ja? Hast schon wieder gut kassiert. Oh,
Braves Pikachu, super gemacht. Rihorn. So. Jo, Kängler. Wir versuchen es mal mit dir, oder? Mal schauen, wie du drauf bist. Kenn dich ja noch nicht. Ich kenne unser anderes Kängler und das war teilweise eher schwächlich. Okay. So. Was haben wir denn da? Siedewasser, Durchbruch, Grabhammer. Ich probiere. Ja, komm, Grabhammer. Okay. Schon mal stärker als unser Kingler. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, gar nicht so schlecht. Akzeptiert. So war das aber nicht geplant. Deine Pokémon kringeln sich ja vor Lachen. Naja, hast einen Lolle in der Hand. Also wirklich. Ja, kommt. So. Wo lang? Mein Käppi rutscht schon wieder. Wie immer. Hi. Au. Christi. Die Arena von Verdania City war lange Zeit geschlossen, aber jetzt ist unser Arenaleiter zurückgekehrt. Ab heute ist sie wieder geöffnet. Ja, weiß ich. Wenn sie nicht geöffnet wäre, wäre ich nicht hier drinnen und würde gegen dich kämpfen. Oh oh. Ein Nidoking. Oh oh. Uiuiuiuiui. Grabhammer. Kingler ist schneller, das finde ich gut. Wow. Leute, ich bin von unserem neuen Gefährten echt beeindruckt. Hätte mir nicht erwartet, dass er so stark ist, aber gut. Bravo, du entsprichst unseren hohen Erwartungen. Dankeschön. So. Ich habe keinen Schimmer. Gehen wir mal hier lang. Ja, war falsch. So langsam geht dir die Luft aus, was? Mehr oder weniger. Mir sie erschlägt durchs ganze Gekreisel. Dictri. Naja. Wir machen es auf altbewährt, oder? Grabhammer. Erdbeben. Okay. Gutes Kingler. Rihorn, ja. Kingler, das Ganze nochmal. Okay. Kingler. Also ich bin echt positiv von unserem Kingler überrascht. Hätte mir nicht erwartet, dass es ein gutes wird. Mir sind die Pokémon ausgegangen. Ja, mir noch nicht. Okay. Nein. Ja, sag das nicht. Das Ganze noch einmal. Ah, ein Schritt und loten. Toll. Ein Belever. Den kann ich ja so gut gebrauchen. So. Hier lang. Hi. Ein wirklich starker Trainer zeichnet sich auch durch seine elegante Art zu gewinnen aus. Hey, ich bin immer sehr elegant beim Gewinnen, auch beim Verlieren. Aber zum Glück haben wir hier noch nie verloren.
Wir haben zwar Gefährten auf dem Weg zurückgelassen, aber verloren haben wir noch nie. Okay, Krabhammer. Nidoqueen hat überlebt. Oh oh. Uiuiuiuiuiuiui. Klurak, dein Einsatz. Ach ja, Klurak habe ich vorher stumm gelernt, aber das war euch sicher klar. Weil so eine Attacke muss ein Klurak haben. Aua! Was soll denn das? Haut da mein Klurak einfach in die Fresse. So. Ah! Da ist sie. Sollen wir? Zum Spaß? Nehmen wir X oder Y? Kommt, wir nehmen X. Und dazu machen wir den Flammenwurf. Klurak reagiert auf Schlüsselstein von Ash. Oh yeah. Und Flammenwurf. Ich muss schon sagen, das X-Glurak sieht halt echt cool aus. Oh, Kingler, 44. Nice. Ich habe den Halt verloren. Du hast einfach nur verloren, ja? Und nicht den Halt. So. Wir haben vielleicht ein kleines Problem. Du musst mal hier weg. Yo, Glurak, passt schon. Klurak kämpft weiter. Wahrscheinlich nicht. Christi, da bin ich wieder. Okay. Zwei Möglichkeiten. Ich entscheide mich natürlich für die falsche. So, dann hier runter, hier rüber. So. Grüß dich. Ich bilde mit meinem Pokémon eine extrem effektive Einheit. Gut so. Und natürlich, hey, wir haben X gesehen, oder? Also schauen wir uns auch Y an. Jewus, Andame. Du wirst gleich zu Klaas. Denn ich habe ein extrem heißes Klurak. Einmal Y, einmal Feuersturm. Oh yeah! Ah, ich muss sagen, das Y-Klurak schaut auch nicht schlecht aus, aber X ist einfach viel, viel cooler. Toll, der Feuersturm trifft nicht, weil er sich schützt. Was soll denn das? Feuersturm! Der Sandama ist wohl wirklich zu Glas geworden, ey. Uiuiuiuiui. Deine Pokémon und du, ihr versteht euch blind, oder? Ja. Immer. So, gleich den auch noch. Ich bin der Karate-König bis hierher und nicht weiter. Ich besiegle dein Schicksal. Aha. Schlecht. Georock. Jo, da muss halt sein. Glurak. Es wird für Feuersturm gesorgt. Und ciao. Ein Volltreffer. Ach, so lieb ich's. Der Karate-König wurde entthront.
Tja, Loser. So, Leute. Da ist er, Giovanni. Aber den sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.